Eine Balletttänzerin und vier Roboter wärmen sich auf für eine ziemlich ungewöhnliche Performance. Gestatten? Die Frau, die mit Robotern tanzt, Merritt Moore. Die Amerikanerin ist Balletttänzerin und Quantenphysikerin und der Show-Act bei einer IT-Messe im Europapark. Warum sie das macht? Ganz einfach. Ihr fehlten die Tanzpartner. In der Pandemie konnte ich nicht mit Menschen tanzen. Da dachte ich, gut, Roboter kriegen kein Corona, also könnte ich ja mit denen tanzen. Also hat sie den Robotern einprogrammiert, wie sie sich bewegen sollen und lebt so gleich zwei Leidenschaften aus, Technologie und Tanz. Ich wollte auch zeigen, Top-Wissenschaft und Technologie können auch kreativ sein. Also es geht nicht nur darum, was aus einem Buch zu lernen. Deshalb wollte ich auch gerade jungen Frauen sagen, schaut, ihr könnt kreativ sein, ihr könnt Spaß haben, ihr könnt künstlerisch sein und trotzdem Wissenschaft betreiben. Nur ein bisschen anonym sind sie halt, die wissenschaftlichen Tanzpartner. Immerhin haben sie Namen. Dieser hier heißt Robert De Niro. Und mit ihm und den anderen hat Merritt Moore noch so einiges vor.